So, ich bin jetzt im Auto und die Anmoderation des Potlucks muss jetzt so passieren, weil wir sind ein bisschen in Zeitdruck geraten, weil wir ja etwas falsch disponiert haben, sagen wir es mal so. Diesmal ist der erste Potluck, wo wir einen Raum mieten müssen. Es wird auch der vorletzte Potluck wahrscheinlich sein, den wir drinnen machen. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich auch noch drinnen machen und dann endlich wieder draußen. Und ja, ganz gespannt, wie es läuft. Das erste Mal in dem Raum. Wir waren jetzt jedes Mal in einem anderen Raum und das ist natürlich auch interessant. Jedes Mal, jeder Raum hat ja so einen eigenen Flair, seine eigene Energie. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es geht. Ansonsten, ja, ich werde wieder ein paar Eindrücke sammeln für euch, insbesondere natürlich das Essen und vielleicht das ein oder andere Interview machen und ich hoffe, ihr habt wieder Spaß und vielleicht sehen wir uns ja dann das nächste Mal. So, jetzt hier geht's rein und wir sagen unsere vierte Location oder unsere dritte Location für die Winterpotlucks, das ist ein Kulturzentrum, das sind die obligatorischen Flyer hier und hier geht's dann hoch und dann schauen wir mal, wie das diesmal aussieht. Das sind die Schuhe. Das ist dunkel, aber. Die hübschen Männer sind auch schon da. Und dann gehen wir mal zum Essen. Wow. Oh, die ersten Gerichte ebenfalls schon. Also hier haben wir verschiedene Früchte, Obstsorten, Karotten, Äpfel, dann haben wir noch ein paar Walnüsse, Trockenfrüchte, ah ne, das ist gar nicht, so, dann noch Erdbeeren, Tomaten, geschnittene Paprika, hier haben wir Joachims leckeren Krautsalat mit ganz viel Kümmel, Kreuzkümmel, so, genau, gehen wir mal weiter. Das sind, was sind denn das, so Cracker, vielleicht rote Beete. Was haben wir noch? Ja. Das sind Cracker aus vorgekeimten Sonnenblumenkernen, Quinoa-Sprossen, Kürbiskernen und Leinsamen. Das ist die Masse, auch mit Zitronensaft und ein bisschen Knoblauch und Chili, also alle ein bisschen pikant. Und dann gibt es vier Sorten. Das Rote hast du schon erkannt, das ist Rote Beete. Das Gelbe ist Kurkuma und Birne und schwarzer Pfeffer. Das Bräunliche ist Apfel, Chia und Zimt. Und das so ein bisschen Orangene ist mit Möhre und Ingwer. Das bisschen, ist es das oder was? Was ist das? Aber genau, nein, das verliert euch nicht im Detail. Genau. So, was haben wir hier? Drachenfrüchte. Genau, weiter. Getrocknete. So, wer hat die gemacht? Die sehen aus wie irgendwelche Dattelmasse und. Genau, das sind Müsli-Cookies aus gefriergetrockneten Cranberries, Bananen, Datteln, Mandelmus, Cashews, Walnüsse für die Allergiker, Kokosraspeln. Ja. Okay. Die anderen hast du bestimmt auch gemacht? Genau. Das ist Fruchtleder aus Garteneigen, TK, Himbeeren und Stachelbeeren. Dann das daneben sind Paprika-Chia-Cracker. Und hier haben wir getrocknete Ananas? Ananas, Mango. Mango, genau. Der Aufstrich ist? Das ist ein Schokoaufstrich. Ich nenne den mal Castentella. Dabei besteht aus Cashewmus, Zimt, Dattelpaste, Karotten. Okay, jetzt haben wir so einen kleinen niedlichen Salat. Ja. Das ist ein Salat aus Rettichsprossen, Rucola-Sprossen, Rettichsprossen und Nori-Algen. Dann noch diversen Gemüsesorten mit einem Dressing aus Chia, Mandelmus, Saft und Orange, Curry, bisschen Knoblauch ist dran, Dattelpaste und noch ein bisschen Walnüsse, also für die Allergiker. Dattelpaste und Algen zusammen. Wow. Das ist schön. Richtig. Wir sind Chips, da steht da drauf, was drauf ist. Genau, wir sind Chips und dann. Kann man lesen, alles klar. Okay. Schön. Jetzt geht's weiter. Was ist das so? Schokopudding? Nein, wie immer falsch.
Also. Das ist Banane mit Chiasamen, gewürzt mit Ingwer und Orangenschale sowie ein bisschen Fruchtfleisch und Spekulatiuswurz. Okay. Weihnachten steht ja schon fast wieder vor der Tür. Das ist bestimmt Resteverwertung. Naja, bestimmt. So, jetzt Kichererbsensalat. Kichererbsensalat, so ein bisschen asiatisch, wie man mich kennt, ne? Lecker. Aber ich fürchte, der ist ein kleines bisschen sehr salzig. Ich müsste mal aufpassen. Och, das geht schon. Genau. So, geht's weiter? Genau. So, das sind irgendwelche Wraps, gefüllt mit Sprossen ganz viel. Gina. Genau. Mit Dip. Der Dip ist aus Paprika, Knoblauch, Chili, ein wenig Zitrone, Wasser und gefüllt mit Paprika, Gurke, Sprossen, Möhre ja, und Lauchzwiebeln. Und Petersilie. Okay. Auch noch das ist eine Energiekugel mit allen Arten von Nüssen als Allergiker weg davon. Das ist alles Pekannüsse, ja, das habe ich auch gemacht. Pekannüsse, Walnüsse, Erdnüsse, alle Nüsse, die es irgendwie gibt, also wirklich so sexy war. Dann Chiasamen, Möhre, Kokos und Datteln. Säfte? Achso. So, da haben wir noch Säfte. Was haben wir hier? Wer hat die Säfte gemacht oder den die Smoothies? Der grüne Smoothie ist aus Bananen, Apfel, Möhre, Sonnenblumenkerne, Chiasamen und Spirulina-Pulver. Okay, hier, das. Hast du die anderen auch gemacht? Nein. Achso, ja, dann wissen nicht. Was sind die anderen? Was sind die anderen? Möhrensaft vielleicht? Obwohl, das ist eigentlich zu flüssig. Naja, okay. Okay, wenn man was ging, da steht keiner mit gewesen. Das könnte kein sein. Kann man überraschen. Ja, ja, das könnte auch Tiangali sein. Okay, dann geh mal. Okay, dann wollen wir den Salat. Genau, wer hat diesen Salat gemacht? Mit... Das ist ein Spinatsalat mit Mandeln, Oliven, Avocado und roten Zwiebeln. Okay, weiter. Okay. Die Sushi? Ach, die habe ich gemacht. Ja. Aus Blumenkohl mit Sesammus und schwarzen Sesam. Und gefüllt mit Paprika und Gurke und dazu halt eben noch Tamari-Soße. Mhm. Okay, dann daneben die süßen Dinger. Genau, die süßen Dinger. Ich glaube, sie hat nicht gemacht. Du glaubst es? Okay. Ja, Brownies aus Mandeln, Karob, Datteln und Kakao. Und hier ist noch was Kleineres. Also, das ist so ein Salz. Ich glaube, Mint, das kennst du. Das ist sozusagen ein Ei-Ersatz-Salz. Ach so, Kalanamak ist das. Steinkraut und hat dann genau denselben Geschmack. Kann okay. Man zum Beispiel für veganen Eiersalat nehmen oder solche Sachen. Mhm. Daneben ist eine Aloe Vera-Pflanze. Aloe Vera. Genau. Okay. Warte, jetzt haben wir hier noch den kleinen Sprossensalat. Ja, da ist auch ein bisschen Minze oben drauf. Ah, okay. Also das ist diesmal ein bisschen. Das ist einfach Weizen. So, genau, hier haben wir irgendwas Fermentiertes, sieht aus wie Knoblauch oder so. Wer hat das gemacht? Ja, fermentierter Knoblauch. Ja. Echt? Und den einen kannst du einfach so essen, oder was? Ja. Cool. Yeah, yeah, yeah. Also, ich habe den Löffel daneben gelegt, weil das recht schlimm. Okay. Du musst einfach gucken. Dann haben wir noch Sprossen. Was ist das? Das ist Buchweizen mit Blumenkohl und Kokos und Kürbis. Aha, okay. Okay. So, weiter. Das ist ein Chia. Cool ist, dass die aus Basen sind. Nüsse drin. Genau. Welche? Wirkliche Mischnüsse. Mischnüsse, okay. Mischnüsse sind drin. Cashew, Mandel, schieß mich tot. Ja. Okay. Kokosflocken. Gut. Okay. Das ist ja. Wahrscheinlich eine Art Salat. Es sollte eigentlich was anderes werden, aber es ist. Das sind. Da drin, ja, es sind Möhren drin, Kürbiskerne, Orangen, Limetten, Mandeln, Kokos, Pekannüsse, Zitronen habe ich schon gesagt, Kürbiskernöl, Sesam, Sonnenblumenkerne. Es ist sehr, sehr viel drin. Es ist sehr, sehr gehaltvoll. Das ist das, wenn alles andere alle ist und man abends noch Hunger hat, hat man hier richtig eine Energiebombe. Es ist sehr, sehr gehaltvoll. Und Möhren halt, viele Möhren. So. Und
Geschmack ist auch drin, oder? Geschmack ist halt unidentifizierbar. Also es ist weder ein Salat noch es ist was Süßes. Es liegt irgendwo dazwischen. Aber es schmeckt, man kann es essen. Ach so, ja, so ist es auch drin. Ja, Entschuldigung. So, ja, so, ja, logisch, ich schwapp. So, jetzt verschiedene Obstsalat. Genau. Okay. So, was haben wir hier? Nee, ich habe auch noch bei dem. Das haben wir schon. Nee? Das haben wir schon. Nein? Nee, das sind getrocknete Äpfel und Ananas und Kakaonips sind noch drin und Rosinen. Das bleibt auch nicht. Ja. Genau. Das sind so Buchweizengranula mit noch einer extra Portion so. Süße für dich, Christian. Und zwar ist die aus Kokosblütennektar, aus Kokosöl und aus so Acai-Bärenpulver. Genau, lasst euch überraschen. Ja. Und Fichtennadel, oder was ist das? Also das sind Tannenspitzen. Ja. Genau. Okay. Okay. Ja, ich habe einen Tannenbaum. Ja, gut. Schön. Okay. Gut. Achso, ja, okay. Das ist das Gelbe noch. Ach ja, stimmt. Und das Gelbe? Die habe ich gemacht, das ist keine Rohkost, aber die sind... Ja. Ja. Nein, pass auf. Lasst euch einfach mal inspirieren. Und zwar ist das, sind das so Xylitbonbons aus ätherischen Ölen, aus so einem Spritzer Zitrone, um das nochmal so richtig schön frisch und zitronig zu machen. Und die gelbe Farbe ist dann so Kurkuma-Pulver und es ist richtig lecker, richtig süß und für die, die zum Beispiel fertig mit dem Essen sind, die können das ruhig mal nehmen und zum Lutschen, ja, und auch total gut für die Zähne und Zahn. Also nach dem Essen Zahnpflege ist so quasi... Zahnpflege, genau, das ist die Zahnpflege. Ja. So, ja. Das ist gut. Das so fest ist. Ich habe das nochmal in den Kopf. So, dann sind wir hier noch bei dem Salat, den wir noch vergessen haben. Das ist mein absoluter Lieblingssalat im Moment. Ich habe zwei und das ist einer davon und das ist rote Beete mit gelber Paprika und Äpfeln. Und ihr werdet es merken, da musst du dann einfach auch nichts anderes dazu tun als genau diese drei Kombinationen. Und habe obendrauf noch ein bisschen Sonnenblumenkerne, Buchweizen und Hanfsamen. Alles klar, na dann. Buffet ist eröffnet. Und ich habe mir wieder jemanden geschnappt, der Matthias, der mir auch gesagt hat, er würde auch gerne etwas der Welt sagen, weil mittlerweile sind es ja über 6000 Menschen, die sozusagen mich dauerhaft verfolgen, plus die Menschen, die mich jetzt nicht abonniert haben. Und ja, und dann werde ich den Matthias auch direkt mal fragen, was er der Welt sagen möchte. Und ich hoffe, dass ich jetzt kein Blödsinn. Das schneide ich so raus. Was möchtest du denn der Welt sagen? Ja, also... Ich habe dich ja heute aus Intuition heraus angesprochen, weil ich mir dachte, das passt irgendwie. Und überhaupt erstmal danke, dass du mir diese Gelegenheit bietest, das hier sagen zu können. Und freue mich sehr. Ich weiß aber nicht, ob ich schon noch dennoch bereue. Ob ich vielleicht irgendwas ganz anderes sagen will. Keine Ahnung, ja. Nein, was ich sage, ist eigentlich bodenständig. Ist eigentlich etwas, was absolut essentiell und wichtig ist im Leben. Und man hat es schon oft gesagt und oft gehört. Aber es ist trotzdem wichtig und mir persönlich wichtig, dass man es immer wieder wiederholt, weil sonst habe ich den Eindruck, vergessen es die Menschen immer wieder. Und was ich sage, ist einfach nur, Leute, fangt an, auf euer Herz, auf euer Herz wirklich zu hören. Also auf das, was ihr im Innersten wirklich wahrhaftig authentisch fühlt, das, was für euch einfach richtig ist, was ihr in die Welt bringen wollt, geben wollt, wie ihr der Welt auch dienen wollt und wie ihr das große Ganze einfach bereichern könnt. Ja? Und viele Menschen lassen sich davon abhalten auf ihrem Weg, auf ihrem Herzensweg, ja? Von ihren Ängsten oder Blockaden oder Programmen, die noch laufen, die seit der Kindheit oft laufen, weißt du? Von der Gesellschaft oft initiiert. Genau, die werden... Das ist leider heute tatsächlich Fakt, dass
seit der Geburt an über die Erziehung, über die Schule, über die Gesellschaft, Medien, Fernsehen, Computer, Pornos, ja, die ganze Industrie, die da dahinter steht und die Menschen immer wieder programmieren, ja, auch dass sie kaufen und konsumieren und so etwas, das manipuliert einfach die Menschen. Und es ist auch immer schwer. Warte mal. Okay. Und die Leute, lasst euch das echt nicht mehr bieten. Ich wollte es nur gerade noch raushauen. Ja, ja, ja. Ja, danke. Ist auch immer schwer, bei gewissen Dingen, wie zum Beispiel jetzt auch, weil du gerade Konsum ansprichst, manche Sachen, sie sind ja auch wichtig, man muss konsumieren, man muss Essen kaufen, wenn man es jetzt nicht selber anbaut. Ja. Aber man muss gewisse Sachen, und da wirklich diese goldene Mitte immer zu finden, genau, das ist schwer. Goldene Mitte. Und, ja. da setzen halt auch viele Unternehmen halt an, oder das Marketing der Unternehmen halt an, dann diesen schwierigen Weg der goldenen Mitte, der schwer genug ist im Leben, diesen dann zu manipulieren. Und von daher, die Menschen suchen in vielen Dingen halt oft Orientierung in den Extremen. Und auch da möchte ich halt auch immer wieder sagen, wenn ihr im Zuge des Minimalismus, viele sagen ja, Konsum ist komplett böse oder so weiter. Ja, natürlich ist er nicht komplett böse, er ist ja notwendig, aber beschränkt auf die Dinge beschränkt, die wirklich wichtig sind. Und das ist ein bewusster Prozess und sucht wirklich nicht den Halt in den Extremen, sondern sucht wirklich, seinem Herzen zu folgen. Das Herz ist nicht extrem, das Herz hat einen ganz natürlichen Zugang zu der Welt. Und das ist ganz selten im Denkprozess. Viele hören auf ihren Kopf und nicht auf das Herzen. Und das Denken ist oft sehr extremistisch, weil das ist einfach viel einfacher, Orientierung zu finden. Ne? Orientierung ist auch teilweise so programmiert, ja. Rechts böse, genau. Links gut, genau. oder andersrum. Oder die Mitte auch, ne? Genau. Beziehungsweise, so ist ja auch irgendwie das Spiel, was uns so, das Theaterstück, was uns vorgesetzt wird, so wo wir drauf einsteigen sollen und mitspielen dürfen. Genau, das Denken, das kann auch manipuliert werden. Das Herz, das ist ganz schwer zu manipulieren. Ich wüsste jetzt nicht, aber ob man das Herz überhaupt manipulieren kann, wenn man wirklich einen Zugang zu seinem Herzen hat. Und das heißt auch einen Zugang zu allem. Ich glaube, das ist nicht zu manipulieren. Das Denken kann aber manipuliert werden. Und deswegen ist das Denken nie ein guter Ratgeber, egal in welche Richtung das geht. Und wirklich seinem Herz folgen, das ist eine wunderbare Message. Und die kannst du natürlich gerne in die Welt hinaustragen. Die muss auch immer wiederholt werden. Weil allzu leicht lassen wir uns davon ablenken und lassen uns wieder wegführen von unserem Weg. Dann kommen wieder da eine Werbeanzeige, da ein Lichtchen und schon läuft das Programm wieder, ja? Was gespeist wurde aus Gedanken und Gefühlen des Mangels. So, quasi als Kind nicht genug Liebe erfahren, ja, dann stopfe ich es halt mit einer Pizza, mit einer Tüte Chips, mit Süßigkeiten und was es nicht alles gibt, was die Leute machen. Ja. Gerade auch diese Sexindustrie beobachte ich, das ist echt heftig, was heute los ist. Auch in den Köpfen von den Menschen. Ja, so. Ich kann das bestätigen. Also ich bin sehr geprägt durch die Sexindustrie, das muss man einfach mal so sagen. ist definitiv so, ne? Also, da steckt noch ein Thema, wa? Ja, also da, das bringe ich ja oft genug auf meinen Kanal. Das sehe ich auch so, dass mich das geprägt hat. Und ja, da muss ich eben auch immer neu justieren und schauen. Aber vielleicht auch da noch was dazu, weil was ist Sex überhaupt? Das ist ja auch nur ein Ausdruck der Liebe. Ja. Das ist pure, reine Liebe. Alles ist reine Liebe. Alles kann reine Liebe sein. Und da können wir das erfahren. Und da kann das Herz auch richtig aufgehen. Und da bin ich dann verbunden mit dem ganzen Kosmos. Aber nur dann, wenn du die Sexualität, lebst, wenn die Sexualität in diesem Moment auch das Passende ist. Und dazu zählt halt eben auch der andere Mensch, dass der bereit ist dafür, dass der auch sich öffnet. Absolut. Und dass es keine einseitige Sache ist. Genau, es muss eine beidseitige Sache sein, die in dem Moment richtig ist. Und ich bin der Meinung, dass viel zu viele Menschen darauf fokussieren, auf den Sex. Egal, ob das jetzt innerhalb, wenn man sich kennenlernt, Frau und Mann, dass man das so eine Hinführung ist, dass man so erstmal küsst und kuschelt. Und dann muss irgendwann der Sex kommen, weil das gehört dazu, wenn man sich trifft. Dass man sagt, Mann und Frau können nicht zusammen sein, wenn es keinen Sex gibt, sondern das geht. So, und, das ist komplett Bullshit. Natürlich. Genau. Und man kann auch mal Sex haben und dann eben ganz lange nicht, weil einfach das nicht mehr stimmt, diese Chemie in dem Moment. Und ja, aber ich würde sagen, wir driften jetzt zu sehr ab. Ja, wir wollen das nicht verwässern. Nein, Thema. Wir verwässern das nicht und sagen, Liebe, hört auf euer Herz, hört auf eure Liebe. Danke, Matthias, dass du das hier nochmal gesagt hast und der Welt dargeboten hast, dass ich das nicht immer nur sagen muss, sondern dass das auch mal von außen kommt. Und, ja, danke. Ja, ich sehe das ja auch, weil ich habe ja angefangen, mit Leuten Coachings zu machen und das sehe ich immer wieder, dass ich denen halt auf ihren Weg weiterhelfe und die halt sich halt immer von Ängsten abhalten lassen. Mhm. Hört auf damit, hört auf euer Herz. Alles klar, dann tschüssi.
Was ist denn mit deinem Gimpel hier wieder, ey? Soll ich abziehen? Das sieht man ja nicht so, aber da sind 9 Leute in 28 Quadratmeter. Wir müssen im Stehen schlafen. Einer fehlt hier noch. Ach so, da sind noch welche. Dann morgen danach. Die andere Hälfte liegt im anderen Zimmer. Das will das. Oder das war das kürzeste Potluck-Video ever. Das hat verschiedene Gründe. Einer Grund ist sicherlich auch, dass die Liebeslieger gar nicht dabei sein konnte dieses Mal. Und ja, das Resümee am Ende sozusagen weggefallen ist. Der andere Grund war, es war wirklich das, ja, es war das perfekteste Potluck, was jemals stattgefunden hat. Es war wirklich, der Raum war geil, die Menschen waren auch geil, die sind aber immer geil. Genau, das Essen war eine gute Mischung zwischen herzhaft und süß. Dann, ja, auch die wie wir gesungen haben, also das Singen war alles viel mehr mitgesungen, Instrumente sich da eingebracht und das war halt einfach ein schöner Flow und echt richtig geil. Das war halt von der Zeit her, dass wir sozusagen, ja, rechtzeitig sozusagen dann. Wir sind ja nochmal was essen gegangen, einige, in so ein veganes Fastfood-Restaurant und haben dort uns dann nochmal den Bauch vollgeschlagen mit Cookies und manchmal Pommes geholt und alles Mögliche. Und genau, und sozusagen gestärkt fürs Tanzen und zum Freitanz. Und Freitanz ist halt so genial. Und dann ist halt die ganze Rohkostbande, wir waren bestimmt dann 14 Leute oder sowas, ja, zum Freitanz gegangen. Und das war auch nochmal der absolute Hammer. Am Anfang war die Musik so 1-2 Stunden, so ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber dann ging das richtig ab und ja, und das war echt, also wirklich ein perfekter Tag. Und da war irgendwie so bei mir mit dem Film, hab's dann einfach, ich habe ja trotzdem ein paar Impressionen mitgebracht, aber es war einfach dann, ja, also einfach egal, ihr müsst dabei sein das nächste Mal. Also wahrscheinlich, ich muss jetzt mal das Silke noch absprechen, aber der 4.3. ist wahrscheinlich das, was im Raum steht. Und an der Stelle auch nochmal liebe Grüße an die Silke, wurde schmerzlich vermisst, aber ja, jede gute Seele und jedes gute Herz zum Potluck, es war wieder wirklich auch, es war einfach geil, es war wirklich, wie gesagt, ich würde sagen, bisher das perfekteste Potluck, so von der Organisation, von der Zeit und so weiter. Es hat alles gepasst, von hinten bis vorne. Und wir waren bis um 3:30, 4 zusammen unterwegs, von um 10 letzten, also gestern ab um 10. Und ja, jetzt sind wir hier alle noch und es haben wieder 9 oder 10 Leute hier geschlafen und in 28 Quadratmetern. Und es ist schon ziemlich geil. Es ist schon einfach ziemlich geil, weil alle ja, sind irgendwo gleich gepolt und machen heute noch ein kleines Videoprojekt für einen anderen Kanal, von Sandra, glaube ich. Und ja, und dann kommen auch noch mal welche von Leipzig. In Leipzig haben wir auch welche übernachtet und treffen uns dann noch mal. Und es ist einfach ein Wochenende, einfach nur geil, einfach nur Leben. Und ja, vielleicht seid ihr das nächste Mal dabei und hoffe, ihr hattet Spaß an dem kürzesten Potluck-Video ever. Und ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag.